Perfekt, die Susi hat Polster, einen Ball, eine Shortbox, Yoga-Blöcke. Und wir beginnen mit dem Atmen, seitlich liegend auf dem Ball, mit dem Rücken zu mir. Und du hast den Ball zwischen Achsel und Taille auf der linken Rippenseite, genau. Alle beide Arme sind vorne. Du hast gebeugte Knie, Unterschenkel parallel zur vorderen Mattenkante. Und du machst ein Schambein Richtung Stirnbecken, sodass du, genau, mir einen runden Rücken bietest. Genau. Und die Susi atmet in den Ball hinein und dadurch findet sie Raum auch auf der gegenüberliegenden Seite vom Ball in ihren rechten Rippen. Und wir atmen folgendermaßen. Du atmest ein durch die Nase und kurz aus durch den Mund, als ob du einen Spiegel anhauchst. Tief ein und ein Ha-A-Sound. Der rechte Arm zielt richtig nach vor, dass sich der Bereich im oberen Rücken rundet. Genau. Ja. Und dann atmen wir einen langen Atemzug ein in den Rücken, in die Seiten, in die Sitzbeinknochen, in dein Becken und eine lange Ausatmung, Spiegel anhauchen. Und das Ganze nochmal mit kurz. Ein, aus. Aus. Und du schaust aber, dass du in der Rundung bleibst, dass der rechte Arm nach vorzieht, dass du ein Schambein Richtung Stirnbecken machst. Ja, genau. Du atmest in den BH-Verschluss zu mir. Du atmest in die Rippen. Genau. Und dann jetzt kommt die ganz lange Einatmung. In die Seiten, in den unteren Rücken, in die Sitzbeinknochen, in das Steißbein, in die Hüftgelenke und langes Ausatmen. Super geht das schon. Einmal noch. Ein, aus. Arme sind vorne, Schambein Richtung Stirn. Du findest Räume in deinem Brustkorb. Dann kommt diese lange Einatmung in den BH-Verschluss, in deine Leisten, in deine Seiten, in die Sitzbeinknochen, in das Steißbein, jetzt auch in den Anus. Probier das. Und langes Ausatmen. Bravo. Und das Ganze auf der anderen Seite. Wieder mit Rücken zu mir. Jetzt ist deine rechte Seite dran. Du wirst merken, da ist ein Unterschied. Auf der rechten Seite ist kein Herz, dadurch ist die Lunge da größer. Da ist mehr Raum und wir schauen, wie sich das auswirkt bei der Atmung. Schambein Richtung Stirn, linker Arm zielt nach vor und kurz ein, aus. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich sehe, dass sich auf der gegenüberliegenden Seite vom Ball der Brustkorb mit Luft füllen kann. Sehr gut. Leicht eingekringeltes Steißbein. Richtig. Und dann kommt die lange Einatmung in den Ball, in die Flanken, in die Sitzbeinknochen, in das Steißbein, in den Anus, in die Vagina und lang ausatmen. Zwei solche noch. Tief ein, aus. Ein, aus. Ziel den linken Arm nach vor, dass der Brustkorb nicht nachgibt, dass du ihm diese Rundung gibst. Richtig, genau. Schambein Richtung Stirn. Richtig einkringeln. Du blockierst dir deinen Unterbauch und findest überall sonst Räume. Lange Einatmung. In die Flanken, in die Seiten, in das Steißbein, in die Sitzbeine, in die Hüftgelenke, in Anus und Vagina. Und langes Ausatmen. Einmal noch. Ein Aus. Tief ein, flott aus. Es ist ein durch die Nase, aus durch den Mund mit einem Ha-A-Sound. Jetzt kommt die lange Einatmung in den Ball, in die Flanken, in die Sitzbeinknochen, in die Hüftgelenke, in die Sitzbeinknochen, in das Steißbein, in Anus und Vagina
Und lang aus, 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 ausatmen. Super. Jetzt gehen wir noch in die Bauchlage mit Ball unter dem Brustbein. Der Busen liegt. Die Stirn kommt auf die übereinander gelegten Hände. Wir schauen, ob der eh nicht zu groß ist, der Ball. Genau. Und du atmest ein, aus. Ja, genau. Merke, wie auf der gegenüberliegenden Seite vom Ball, in dem Fall zwischen den Schulterblättern, ein Raum aufgeht durch deine Einatmung. Füße fallen locker. Es können die Fersen auseinanderfallen, die großen Zehen zueinander zeigen. Du merkst, ja, Susi, was du für Raum kriegst zwischen den Schulterblättern. In BH-Verschlussbereich. Ja, und dann mach eine ganz lange Einatmung, auch in die Sitzbeinknochen, in das Steißbein, in das Kreuzbein, in die Hüftgelenke vorne, in Anus und Vagina und lang ausatmen. Noch zwei solche. Und wir probieren dann bei dieser langen Einatmung. Ja, das ist richtig, das ist gut. Husten ist ein gutes Zeichen. Ja, du kriegst Räume, die Lungen können sich ausbreiten, dein Zwerchfell kann sich ausbreiten. Das ist anmontiert an der Wirbelsäule und an den Rippen. Und dort schaffst du jetzt gerade eine Gleitfähigkeit wieder. Und wenn du lang auch in die Sitzbeinknochen und in die Hüftgelenke und Kreuzbein einatmest, merke, wie du auch in den unteren Rücken einen Raum kriegst. Super. Und ausatmen. Letztes Mal. Wenn dieses Zwerchfell da gescheit beatmet werden kann, dreidimensional, du eröffnest dir da jetzt gerade Räume in dem Rücken und dann kannst du richtig gut in die hinteren Rippen einatmen. Jetzt die lange. In die Sitzbeinknochen, in Steißbein, in Vagina und Anus, überall rein, 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 in die Seiten und langes Ausatmen. Sehr gut. Susi, jetzt legst du dich in die Rückenlage mit, die Bolster sind eh gut da in der Nähe, die Füße gegen die Wand. Oder ist das die Tür? Also wenn du, ja, da ist gut nämlich. Gibt es so für dich? Ja, das geht gut. Du wirst Yoga-Blöcke brauchen, wahrscheinlich unterm Kopf. Der Ball kommt zwischen die Knie. Und die Füße kommen, du hast einen 90-Grad-Winkel. Die Füße kommen gegen die Wand. Und idealerweise spürst du alle vier Punkte deiner Füße auf der Wand. Großzehenballen, Kleinzehenballen und die hinteren zwei Fersenpunkte, innere Ferse und äußere Ferse. Ja, jetzt heb mal den Kopf und gib den Yoga-Block drunter. Und schau, wenn du da jetzt atmest, ob du das Gefühl hast, dass du in die hinteren Rippen reinatmen kannst. Wir haben uns die vorher ein bisschen eröffnet. Sind deine Füße auf Knieniveau? Ich sehe das nicht durch das Schwarze. Ich glaube, die können ein Ja. bisschen, kannst du es noch ein bisschen höher geben, die Füße? So ist gut, ja. Und jetzt, Susi, gib dir einen Polster so unter das Gesäß, dass die hinteren Rippen aber auf der Matte sind. Du kriegst dadurch einen passiven Posterior Tilt. Du kriegst ein Schambein Richtung Stirnbecken. Ja. Wie fühlt sich das an? Ja, gut. Genau. Also, das Erste, was du machen musst, ist diese vier Punkte deiner Füße voll reinpressen. Ja? Großzehenballen, Kleinzehenballen und hinten die zwei Fersenpunkte. Zusätzlich zum Reindrücken in die Wand hackst du sie ein bisschen runter und dadurch könntest du die Hamstrings spüren. Ist das so?
Ja. Genau. Das haltest du alles? Dann machst du ein Schambein Richtung Stirnbecken, indem du die Sitzbeinknochen Richtung Kniekehlen zeigen lässt. Geht das auch? Dann springt der Hintern an. Ja. Zusätzlich zu den Hamstrings, genau. Und dann sollst du noch voll reinatmen können in diese Rippen nach hinten. Und die spürst du hoffentlich auf der Matte, die hinteren Rippen. Ja. Sehr gut. Jetzt machst du das alles, drückst auch noch den Ball zusammen und schiebst dein rechtes Knie Richtung Decke, lässt aber den Fuß genau da stehen. Und du schiebst das rechte Knie so lang hinauf zur Decke, bis du die Innenseite Oberschenkel links spürst. Also die Füße drücken, Schambein Richtung Stirn, Füße ziehen runter, du hast Hamstrings, Hintern und wenn du diesen rechten Kniepartie raufschiebst zur Decke, solltest du linke Innenseite Oberschenkel anfangen zu spüren. Ja. Ja, sehr gut. Dann halte das jetzt und mach wieder diese Atmung. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Dann voll ein. Und fest ausatmen, aber nichts loslassen. Du hast noch immer Schambein Richtung Stirn. Du hast noch immer die Füße. Du hast noch immer das rechte Knie. Wir machen das nochmal. Ein, aus. Ein, aus. Genau. Dann volles Einatmen. Und mit der Ausatmung quetscht den Ball, drückt die Füße, Schambein Richtung Stirn, quetscht den Ball und schiebt das rechte Knie, schiebt das rechte Knie. Spürst du Innenseite Oberschenkel? Ja. Gut, dann machen wir es nochmal. Noch nicht loslassen. Schambein Richtung Stirn, Füße fest runterdrücken, hack die Füße runter. Ja, mach sogar auch Schambein Richtung Stirn, schick das rechte Knie hoch, das linke ein bisschen runter, dann forcierst du das und dann machst du wieder ein, aus. Ein, aus. Und dann lang. Ein. Aus. Und quetsch, 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 drück, quetsch, drück, quetsch. Und dann lass los. Das Ganze machen wir noch dreimal. Jetzt bist du entspannt. Ich sag dir nur, wozu das ist. Das ist dazu da, dass der Oberschenkelknochen wieder gescheit in die Hüftpfanne reinpasst und nicht irgendwo oben anschrubbelt. Dann kann nämlich der Hüftbeuger besser arbeiten. Du kriegst dadurch Okay. eine Hüftbeugerkräftigung, aber auch einen Release. Okay. Was jetzt noch wichtig ist, ich sehe nämlich, dass dein Brustkorb sich sehr ausbreitet nach vorne, ja? Hab das Gefühl, du haltest den Unterbauch fest mit deinem Schambein Richtung Stirnbecken und du musst wieder in die Seiten reinatmen und und in die Matte. Vom Gefühl her blockier dir auch den Oberbauch. Vom Gefühl her. Schau mal, ob das geht. Also, wir drücken wieder die Füße, alle 4 Punkte. Wir hacken die Fersen runter, du spürst die Hamstrings. Wir machen Schambein Richtung Stirn, du spürst dazu den Hintern. Und dann schiebst du den rechten Kniepartie rauf zur Decke. Die Füße bleiben an derselben Stelle und du schiebst so lang, bis du Innenseite Oberschenkel links spürst. Und dann machen wir die Atmung, wo du den Unterbauch blockierst, ein bisschen Oberbauch auch. Und ein, aus, ein, aus. Finde alle Räume von vorher. Die Flanken, den Rücken, genau. Ja, ich weiß, das ist gar nicht so einfach. Mach Schambein Richtung Stirn, schieb das rechte Knie, zieh das linke ein bisschen runter und dann voll einatmen. Und jetzt lang ausatmen und drück den Ball, drück die Füße, Schambein Richtung Stirn, schieb das rechte Knie, schieb's rauf, 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 rauf und kurz aus. Und dann gleich wieder. Drück die Füße, Schambein Richtung Stirn, schieb das rechte Knie, atme in die Rippen, in die Seiten, verknote dir die Schambeine, dass du den Unterbauch blockierst. Ein, aus, ein, aus, ein, aus. Voll langes Einatmen und bei der langen Ausatmung quetsch den Ball, schick die Füße runter, schieb das rechte Knie hoch, Schambein Richtung Stirn, Schambein Richtung Stirn. Kurzer Release, aber halt den Schambein Richtung Stirn. Und einmal noch, drück die Füße, kringel dein Becken ein, quetsch den Ball, schick das rechte Knie hoch und atme ein in die Rippen, aus in die hintere Rippen und in die seitlichen Rippen. Verknote dir die Schambeine, Schambein Richtung Stirn. Denk, dass deine Hüftknochen zueinander zeigen in dem Fall, damit du überall reinatmest, nur nicht in den Oberbauch, nur nicht in den Unterbauch. Das halt alles fest.
Genau, tief ein. Und mit der Ausatmung quetscht den Ball, schiebt das rechte Knie, hakt die Fersen runter und release. Bravo, bravo. Und damit machen wir jetzt, wenn du willst, Wunderchair oder du zeigst mir dann auch das Pedopol. Ja. Können wir dann auch machen, ja? Gut, dann machen wir Okay. ja, ist dir Wunderchair okay? Alles gut. Gut, dann gehen wir jetzt vorher noch, hol dir deine Box und stell sie dir entlang der Matte auf, dass sie entlang der Längskante der Matte ist. Du bist kniend auf der Matte mit deiner rechten Seite zu mir. So, da, stell sie der Länge nach an die Kante der Matte dran, der Länge nach. Ja, genau. Aber der Länge, also Länge Matte, Länge Box, ja. Und warte, 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 ich muss dich rechte Seite sehen, ja? Und jetzt schiebt er die Box Richtung Boden. Muss die an der Wand stehen? Nein, die Box muss nicht an der Wand stehen. Nein, 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 Ja. lass alles, wie es war, lass alles, wie es war. Schieb nur die Box runter von der Matte, von dir weg. Vor, ja? Und ein bisschen zu mir. So, genau. So passt. Jetzt gibst du deine Unterarme auf die Box und hockelt oder kniest vor der Box. Unterarme. Okay. Genau. Dann gibst du dir zwei Yoga-Blöcke unter die Stirn. Genau. Und du haltst dich an der vorderen Ende der Box an, haltst voll. Hackst du die Ellbogen her zu den Hüften und machst jetzt ein Schambein Richtung Stirnbecken und merk, das ist ein bisschen was, was du an der Wand gemacht hast. Und dann entspanne wieder. Ich will, dass der Rücken oben so bleibt, dass du nur Schambein Richtung Stirn machst. Genau, das ist nämlich anders. Hab das Gefühl, die Sitzbeinknochen bringst du hinter die Kniekehlen. Ja, nein, 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 passt eh, passt eh. Aber noch, nein, nein, bleib, wo du bist und kringel mehr das Becken. Richtig. Genau. Krempel hinten die Zehen um, wenn das möglich ist. Halt das aus im Kreuzbein so. Ja. Super. Spürst du den Popo? Ja. Gut. Jetzt spür den Popo weiter und zeig aber mit den Sitzbeinknochen nach hinten. Dazu musst du die Knie fest runterdrücken und fast den Hintern rausstrecken, aber ich will trotzdem, dass du den Popo spürst. Ja, super machst du das. Hack die Fersen fest her. Habe ein bisschen das Gefühl unteren Rippen zu den Hüftknochen, bissi, aber streck mir den Hintern raus. Und spüre den Hintern, weil du drückst die Knie runter. Geht das? Ja. Du noch mehr Hintern rausstrecken. Ja, spürst du noch Popo? Ja. Spürst du den Unterbauch? Ja. Das ist gut. Und jetzt, Susi, machen wir was Orges. Denk dir, du bist dein Dackel und dein Steißbein ist dein Dackel sein Schwanz. Und du ganz vorsichtig wedelst du mit dem Schwanz, aber mit sonst nichts. Nein, 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 nein. Nur das Steißbein. Nur das Steißbein. Nein, 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 ich sehe dein Leiberl sich bewegen. Das geht gar nicht. Nur das Steißbein, nicht das Kreuzbein, nicht die Wirbelsäule, nichts. Find den Unterbauch. Find die Länge der Wirbelsäule, hack dir die Ellbogen her. Und kurze Pause. Ja, ich weiß, das ist anstrengend. Drück die Ellbogen runter, find den Unterbauch, streck aber den Hintern raus, während du die Knie runterdrückst. Ja, spürst du Unterbauch und Popo? Ja. Sehr gut. Jetzt nur das Steißbein, ja, das ist dieses kleine Zipferl. Das macht jetzt Schwanz einziehen und Schwanz rausstrecken. Und es soll nicht die Wirbelsäule bewegen. Und nicht das Becken bewegen, sondern nur das, ja, nur das Zipferl. Genau. Ja, und jetzt gibt das Zipferl richtig Richtung Decke. Richtig Schwanz hochziehen. Genau. Das lass da. Und jetzt ganz vorsichtig, wie der Dackel. Ganz vorsichtig, bewegst du rechts, links und ich darf nichts am Leiberl sehen. Das heißt, das machst du nur innen. Spürst du den Unterbauch?
Ja. dann machst du es gut. Nicht Leiberl bewegen, weil das würde sich die Wirbelsäule bewegen. Ich will nur das Steißbein. Nur das Steißbein. Find den Unterbauch. Hack die Ellbögen zu den Hüftknochen. Und release. Bravo, bravo, Susi. Jetzt gehen wir auf deinen Wunderchair. Das war schon gut. Jetzt gehen wir auf deinen Wunderchair. Du kannst den, wenn, ist der schwer, kannst du den daherbringen irgendwie? Ja, kein Problem. Das ist super. Dann schieb ihn daher und die Ich kann Matte. auch den großen Chair nehmen, den Electric, wenn das Nein, darüber ist. nein, nein, nehmen wir den Wunderchair, weil da kannst du dich drauflegen. Okay. Und die Matte brauchen wir auch davor. Ja, das schaut gut aus. Und jetzt tust du die Matte vor den Chair. Perfekt. Perfekt. So passt. Ja, das passt. Und Sollte Susi, gut reden, ne? nein, so ist, also ich sehe gut. Bist du Okay. vom Gefühl her, hast du das Gefühl, du kannst dich an irgendwelchen geraden Linien ausrichten oder eher nicht? Ja. Kannst dich eh. Okay. Dann komm in die Rückenlage und bring die Füße oben auf den Chair top. Ja, genau. Und jetzt hast du ja vorher dein Steißbein bewegt. Schau, dass das Steißbein unterm Pedal an die untere Scharnierl zeigt. Nein, ans Scharnier, ans untere Scharnierl. Andere Richtung, ja? Ja, so, genau. Und jetzt probiere, das zu behalten und den oberen Rücken zu heben für die 100. Sehr gut. Und hier Pumpe. Atme ein, 2, 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 5. Atme jetzt in alle Räume, die du dir geschaffen hast. Halt aber den Unterbauch fest, den Oberbauch sowieso, weil du in der Beugung bist. Und die ganze Zeit korrigier das mit dem Steißbein. Sitzbeinknochen und Steißbein zum Scharnierl. Roll das Steißbein, entrolle es. Ja, das ist nicht einkringelt. Das ist ein bisschen, du hast ein bisschen einen Schaum in Richtung Stirn. Ich will das aber nicht. Ich will eher Hintern raus. Streck den Hintern raus. Mehr, Susi. Streck ihn mehr raus, als du glaubst. Mehr 6-Uhr-Becken. Ja, genau so. Das will dein Kreuzbein. Genau. Das ist super. Streck die Sitzbeinknochen raus. Mehr. Nein, andere Richtung. Ja. Beuge die Knie zu dir. Super. Steh über die Seite auf. Und wie viel Feder hast du jetzt gerade drinnen? Eine Zweier. Zwei hast Eine drin. in der Mitte. Ach so. Kannst du auf deinem Kreuzbein rollen für einen Half Roll Down? Das geht schon, ja. Okay, dann probieren wir Spine Stretch mit flexen Füßen. Hände auf die Mitte vom Pedal, richtig? Und du machst Schambein Richtung Stirn, Pedal runter und lange C-Kurve. Pedal ganz runter, ganz runter, ganz runter, ganz runter. Schambein Richtung Stirn, mehr Schambein Richtung Stirn. Ja. Und komm wieder hoch auf die Mitte der Sitzbeinknochen. Wie fühlt sich das an? Es soll nicht schmerzen, weil sonst machen wir was anderes. Geht gut. Okay. Vom Unterbauch, Schambein Richtung Stirn, Schultern auf den Rücken und lifte jetzt deinen Brustkorb weg vom Becken. Ja, und dann komm wieder hoch. Auf die Sitzbeinknochen. Schambein Richtung Stirn. Du gehst hinter die Sitzbeinknochen, presst voll das Ding runter und versuchst die längste Susi zu machen. Schultern am Rücken, Schultern am Rücken. Genau. Und komm wieder hoch. Gut, Susi. Jetzt rutsch einen Tick weiter weg, 2 Zentimeter mit dem Popo weg. Flex die Füße, ziel mit den Händen aufs Pedal und jetzt bist du ein bisschen vorgelehnt auf die Sitzbeinknochen. Ja, vor die Sitzbeinknochen und jetzt machen wir straight back. Press tief und geh auf die Sitzbeinknochen mit neutralem Becken. Auf sie, heb das Brustbein, bring den Brustkorb ein bisschen zurück, bisschen zurück, bisschen zurück. Ja, und komm wieder nach oben vor die Sitzbeinknochen. Ja, genau. Komm auf sie, press tief. Wachs nach oben, wachs nach oben, Kopf auf Wirbelsäule, ein bisschen weiter zurück den Kopf. Ja. Und komm nach oben,
In eine Schräge ist deine Wirbelsäule jetzt. Super, Susi. Und presst tief. Du kannst ein bisschen die Knie beugen, dann kann sich das Becken etwas mehr bewegen. Genau. Und jetzt schau mal, wie das ist, wenn du nach vor dich lehnst, ein bisschen hinten raus. Schau, das meine ich. Diese Bewegung will ich. Und presst tief. Schultern am Rücken, Kopf auf Wirbelsäule. Das ist straight back. Kopf zurück, bisschen Kinn heben. Ja. Und lehn dich wieder nach vor. Becken bewegt sich auf den Oberschenkelknochen. Richtig, letztes Mal. Und presst tief. Jetzt war's gut. Deswegen machen wir unsere Wiederholungen. Die letzte war die beste. Und komm nach oben. Das war super. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Jetzt kommst du. Ja, machen wir das. Gib beide Füße auf das Pedal und roll in die Rückenlage. Oder geh erst in die Rückenlage und dann gib die Füße drauf. Das ist besser für dein Kreuz. Roll dich erst runter, genau. Und dann gib die Füße oben drauf. Füße aufs Pedal. Ja, mittig, genau. Und du schaust, ob der Abstand passt. Das Becken bleibt ruhig und du bringst das Pedal runter. Kann sein, dass du ein bisschen weiter weg musst. Genau. Und dann hebst du das Pedal und das Becken bleibt noch immer stabil. Genau. Mach das ein paar Mal und merke, wie deine Oberschenkelknochen in der Hüftpfanne herumgleiten können, weil das hast du dir vorher super schön frei gemacht. Genau. Super. Presst das Pedal tief, lass es unten, roll jetzt dein Becken in ein Schambein Richtung Stirnbecken. Schau, dass du aber beim BH-Verschluss unten liegen bleibst. Und jetzt versuche, das Pedal zu heben mit Schambein Richtung Stirn. Genau. Und dann roll wieder nach unten. Ah, dann roll das Becken wieder ab. Genau. Presst das Pedal tief. Roll Becken und Wirbelsäule ein bisschen hoch. Mach die ganze Zeit Schambein Richtung Stirn. Die ganze Zeit. Und dann erst kommt das Pedal hoch. Und dann rollst du nach unten. Genau. Presst das Pedal tief. Lass es unten. Roll das Becken und ein bisschen die Wirbelsäule hoch. Schau, dass du beim BH-Verschluss unten bleibst. Dann lass das Pedal hochschweben und denke Schambein Richtung Stirn. Und dann roll Wirbel für Wirbel runter. Man sieht ein bisschen, dass dein Unterbauch rauskommt, ja, bei diesen Schambein Richtung Stirn. Du ihn rein, ja, das ist gar nicht, ich weiß, Ja. es ist viel tiefer, als du glaubst, ja, das Arbeiten. Ja, Also auf jeden presst Fall. das Ding tief. Denke jetzt wie an der Wand. Sitzbeinknochen, ja, genau. Und das behalte die ganze Zeit, während du hoch, ja, hochkommst mit dem Becken. Ja. Und dann roll wieder nach unten. Schambein Richtung Stirn. Genau, jetzt machen wir die Gegenbewegung. Pedal bleibt oben, du drückst trotzdem hinein und rollst dein Becken nach oben. Schambein Richtung Stirn. Genau, jetzt presst du das Pedal runter, machst aber noch immer Schambein Richtung Stirn. Wenn das Pedal unten ist, rollt du die Wirbelsäule ab. Schambein Richtung Stirn, Schambein Richtung Stirn. Dann neutrales Becken, das lassen wir liegen. Und dann kommt das Pedal hoch. Mit Hintern ein bisschen rausstrecken. Sehr schön. Schambein Richtung Stirn, roll hoch. Das war super. Pedal kommt runter mit Schambein Richtung Stirn. Wirbelsäule kommt runter mit Kringel das Steißbein ein. Roll. Ja, Susi. Unten, wenn du ganz unten bist, entkringelst du das Steißbein und dann kommen die Knie wieder hoch samt Pedal. Genau. Letztes Mal. Roll von unten nach oben. Presst das Pedal tief. Roll von oben nach unten. Und kontrolliere dann das Pedal nach oben. Wunderschön. Steh über die Seite auf und gib dir eine obere und eine untere Feder rein. Jetzt machen wir noch Footwork und das komplette Footwork und genau. Du setzt dich oben drauf. Soll ich dich höher stellen oder so? Wenn du kannst, einen Tick, aber ich sehe an und für sich, wenn ich dein Becken und deine Füße sehe, ist das für mich gut. Ja, so ist noch besser. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut.
Ja, perfekt, perfekt, so sieht's, so ist gut. Du setzt dich ans vorderste Spitzel und gibst die Füße aufs Pedal. High Heels, mach mal parallele Füße und schau, wie hoch du das Ding kriegen kannst und du noch eine neutrale Lendenwirbelsäule machen kannst. Wir geben jetzt nur am Anfang deine Hände neben die Hüften, dass du runterdrückst, um den Druck wegzunehmen von deinen Steißbeinen und so, ja? Pumpe das Pedal und denke, Hintern rausstrecken, wenn die Knie hochkommen. Mach 10 Mal. Genau. Spür den Druck der Hände runter und was das in deiner Wirbelsäule bedeutet. Wenn du das Gefühl hast, deine Wirbelsäule und der Unterbauch können das selber, dann mach Hand über Hand, Hand auf Ellbogen, ja, genau. Und schau, dass trotzdem dieser Lift in der Wirbelsäule ist. Sehr gut. Super gut. Dann bleib oben und rutsche auf den Mittelfuß. Mit beiden Füßen gleichzeitig, versuch das, geh nochmal mit beiden zurück, da musst du ein bisschen unter, genau, und pumpe das Pedal, schau, dass die Hände jetzt eine andere ist, eine oben, eine unten, nur dass da ein Wechsel stattfindet, genau. Roll die Schultern auf den Rücken, denke, wo du dein Hinterhaupt gehabt hast, das ist gut. Wie hoch rauf kann dieses Pedal kommen, wie tief kannst du eine Hüftfalte machen? Richtig. Mach weiter, Susi, und probier mit den Fersen tief zu gehen, obwohl das Pedal hochkommt. Ja, genau. Richtig. Genau. Dann bleib oben, rutsche mit beiden Füßen gleichzeitig auf die Fersen. Ja, flexe die Füße. Bring jetzt die Hände ans Hinterhaupt. Drück den Kopf nach hinten und pumpe hier. Ja. Versuche nach hinten in die Rippen reinzuatmen, wenn du runterdrückst. Genau, weil das stabilisiert. Drück den Kopf in die Hände, hab Handteller über Handteller und schau, wie hoch das Ding kommen kann, ohne dass die Federn gewinnen. Ja, du widersteh den Federn mit Unterbauch und Länge. Ja, richtig. Sehr, sehr gut. Super. Tendon Stretch. Du gehst wieder auf High Heels. Ja, beide Füße gleichzeitig, genau, parallel. Jetzt streckst du die Arme in die hohe Diagonale. Ja, oder nein, das war eh gut. Streckst neben die Ohren, ist besser, genau. Und jetzt bring das Pedal so runter, dass die Oberschenkel parallel zu der Chairfläche sind. Genau. Jetzt lass du die Oberschenkel ruhig und bewegst das Pedal über deine Fußgelenke. Du liftest den Unterbauch, Oberschenkel bleiben. Füße drücken, schau, dass das keinen Zentimeter rauf kommt, der Oberschenkel. Das Pedal wird durch die Fußgelenke bewegt. Genau. Die Finger ziehen nach oben. Erinnere dich, wo du hinatmen kannst. Ein in die Rippen, seitlich und nach hinten. Richtig! Das ist ja super. Genau. Halt es noch aus mit den Armen da oben? Ja. Gut, dann lass mal das Pedal ruhig jetzt. Und hebe die Fersen und die Knie und die Oberschenkelknochen und senke die Fersen und die Knie. Warte, drück's mal runter, dass die Oberschenkel parallel sind. Ja, so. Und jetzt hebe Fersen, Knie und Oberschenkelknochen und senke. Und das Pedal schwebt immer an derselben Stelle. Das ist ein anderes Tendon Stretch. Ja, genau. Da bewegen sich die Oberschenkelknochen in der Hüftpfanne. Du hast aber deine Zehen und Ballen stabilisiert. Du schaust, dass die langen Arme dir den Brustkorb helfen, wegzuheben vom Becken und hast aber trotzdem eine Verbindung untere Rippen, untere vorderen Rippen mit den vorderen Hüftpunkten. Genau. Sehr gut. Bring das Ganze nach oben und steig ab. Wir machen noch ein Tendon Stretch. Du stellst dich vor den Chair. Hast die Hände rechts und links auf den Chair, drückst vom Bauch einen Fuß aufs Pedal runter, anderer steigt dazu. Die Hände gehen hinten über Schulterbreit, sogar noch breiter, so breit wie der Chair ist, machst. Ja. Jetzt bring deine Schultern über die Handgelenke. Genau. Denke, die Rundung ist nur im Becken und im Hals. Ja. Und jetzt vertief den Bauch, während du die Fersen senkst.
Scham in Richtung Stirn und vertief den Bauch, während du die Fersen hebst. Und du probierst, dich die ganze Zeit über die Handgelenke zu bringen, weil man will am liebsten genau immer nach hinten gehen. Du hast gestreckte Ellbogen, du hast eine leichte Halskurve, aber eine extreme Beckenkurve. Scham in Richtung Stirn, immer, immer, immer. Und jetzt beim Raufgehen auch. Scham in Richtung Stirn. Richtig! Auch das ist ein Tendon Stretch. Der Körper will ausweichen Richtung Pedal und du lässt ihn nicht. Genau. Super gut. Bleib mit hohen Fersen, bleib mit Schultern über Handgelenke, mach extreme Schambein Richtung Stirn und lass dich vom Pedal hochtragen. Das Pedal macht das eh. Genau, Schambein Richtung Stirn. Und jetzt geh nur ein bisschen runter und wieder rauf. Schambein Richtung Stirn. Voll einkringeln. Kringel deine Sitzbeinknochen ein. Ja, lass den Kopf hängen, Susi. Und Schambein Richtung Stirn, das hilft dir. Genau, letztes Mal. Komm so hoch rauf, wie du kannst, dass du fast nicht mehr das Pedal brauchst und geh langsam runter mit Scham in Richtung Stirn, Scham in Richtung Stirn. Ja, genau, kringel ein, kringel ein, kringel ein. Ja, sehr gut, gut gemacht. Und dann kommen die Hände in Danke. die Mitte vom Chair. Ein Fuß steigt ab, du drückst ins Pedal, während du es hebst. Lass die Hände noch drauf, stell Fuß neben Fuß. Ja, Fersen sind unten. Du bringst die Arme neben die Ohren und rollst die Wirbelsäule von unten nach oben auf. Lange Arme neben die Ohren. Einatmen, hochkommen. Roll, 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 roll. Und ausatmen, Arme auf der Seite runter. Bravo. Jetzt kommst du. Warte mal, wir haben jetzt da zwei Federn drinnen. Da machen wir noch was mit zwei Federn. Na, du umbauen auf eine Feder in der Mitte. Wir machen zum Schluss nochmal zwei Federn. Ich mache mit dir die Flexion and Extension Exercise. Du stehst hinten in dem Chair, wo die Rundung ist. Da sind die Zehen dran. Genau. Du streckst jetzt die Arme über den Kopf nach vorne. Genau. Und jetzt beginnst du dich beim Kopf runter zu runden. Kopf, Hals, Oberrücken, mittlerer Rücken, unterer Rücken. Die Hände gehen aufs Pedal. Wenn du brauchst, beugst du ein bisschen die Knie. Und du rundest dich jetzt nach vorne tief mit Schambein Richtung Stirn. Und dann kommst du hoch mit Blick nach vor, Hintern rausstrecken. In ein Sechsohrbecken. Genau. Du rundest dich tief, Schambein Richtung Stirn. Und du kommst nach oben in eine Art Schwan. Und jetzt probierst das Ganze mit ein bisschen gebeugten Knien und schaust, ob du da einfach ein freieres Becken kriegst. Du tauchst nach unten, genau, schau, wie weit du davor gehen kannst. Und du kommst nach oben und schau, in was du für eine tiefe Hüftfalte raufkommen kannst. Ja, Knie bleiben, genau so. Runde dich bei Kopf, Hals, Oberrücken, mittlerer Rücken runter. Genau. Und komm rauf bei Kopf, Hintern rausstrecken, Brust nach vor. Ja, letztes Mal. Runde dich tief. Das war gut, weil das war jetzt das Becken. Und dann komm nach oben. Ja, jetzt runde dich wieder und komm als Runder nach oben. Die Arme gehen neben die Ohren. Genau, dann steigst du wieder so aus. Na, komm hoch, nach oben, nach oben, nach oben. Ja, rund raufrollen, Arme neben die Ohren. Ja. Einatmen und ausatmen auf der Seite runter. Wie geht's deinem Kreuz? Gut. Super. Dann knie da drauf. Und denke Schambein Richtung Stirn, jetzt schon. Bring die Arme rauf zur Decke, über vorne. Runde dich nach unten. Schambein Richtung Stirn, Schambein Richtung Stirn. Hände berühren das Pedal. Und wir bleiben nur rund, wir bleiben nur rund. Du gehst rund tief mit Schambein Richtung Stirn. Und du drückst ins Pedal und rollst hoch mit Schambein Richtung Stirn. Richtig! Geh wieder tief. Und du schaust, ich weiß, es ist sehr schwer, du schaust, dass das Becken über die Knie kommt. Ich weiß, das ist super schwer. Du versuchst, ja, genau, bring das Becken vor. Super, Susi. Ich weiß, das ist ein knappes, ich hau mal gleich meine Nase an, aber du bist gut. Lass den Kopf mehr hängen. Dann blockiert er dich nicht, ja? Dann hast du auch deine Rundung im Hals. Immer wieder check das Becken, tauche rund tief. Ja?
Und es versuche, Becken vorzubringen, während du aufrollst. Schamen Richtung Stirn, Schamen Richtung Stirn. Die Arme gehen gleich neben die Ohren, roll weiter, roll weiter, roll weiter. Arme neben die Ohren, roll hoch, Arme neben die Ohren. Einatmen, super, ausatmen auf der Seite runter. Hast einen so einen noch in dir? Was habe Schaffst ich? noch ein so eines? Ja. Gut, dann machen wir das, weil das ist die perfekte Schwanvorbereitung. Arme neben die Ohren, einatmen. Ausatmen, tauche nach unten. Probiere mit der Einatmung tief zu gehen, Kopf verlass hängen, Schamen Richtung Stirn und mit der Ausatmung hochzukommen. Ja, einatmen tief, lass den Kopf, der blockiert dich sonst. Ja. Und ausatmen hoch vom Gefühl her, Becken vor, ich weiß, es ist schwer. Genau. Einatmen tief. Sitzbeinknochen in die Kniekehlen. Ausatmen hoch. Sitzbeinknochen in die Kniekehlen. Richtig. So einen mach noch. Und dann kannst du mit dem hochkommen. Tauch rund tief. Das war jetzt sehr gut. Und Schamrichtung Stirn. Arme neben die Ohren. Komm ganz nach oben. Becken vor, Becken vor, Becken vor. Arme über die Seite runter. Und du bist super. Bravo. Steig hinten ab und bleib gleich hinten für den Schwan. Leg dich bäuchlings drüber, Hüftknochen an die vordere Kante. Genau, noch weiter vor, weiter vor, weiter vor. Ja, so. Genau. Super. Schließe die Fersen fest, mach ein Schambein Richtung Stirnbecken und mach was mit deinem Oberbauch. Ah, das hast du jetzt eh gut gemacht. Genau. Jetzt drück ins Pedal und hebe nur mal den Blick. Genau. Dann schick das Brustbein nach vor und das bringt dich als der Ganze in eine innere Kurve des oberen Rückens. Ja, trau dich. Brustbein vor, ja. Und geh langsam wieder runter. Drück voll ins Pedal, mach Schamen Richtung Stirn, heb den Blick. Ja, und geh wieder tief. Bleib mal da und zieh den Oberbauch in dich hinein. Ja. Komm ein bisschen nach oben und jetzt lass den Oberbauch los und schau nach vor. Schau mal. Ja! Und geh wieder tief. Das war super. Oberbauch halten, Schambein Richtung Stirn, komm nach oben. Jetzt lass den Oberbauch aus, Schambein Richtung Stirn trotzdem und geh wieder runter. Das war sehr schön. Das war sehr, sehr schön. Super. Eine Hand auf den Schädel. Super, Es fühlt sich gut an, gell? super. Ja. Bring eine Hand auf den Chair und komm über die Seite hoch. Wir machen noch den Sideline-Twist oder besser gesagt die Preparation. Du kommst seitlich, legst dich drauf. Eine Hand drückt das Pedal runter. Andere Arm kommt parallel rauf zur Decke. Ja, genau. Jetzt müssen wir, siehst du dich im Handy oder im Computer? Ja. Mach mal deinen. Und den Chair-Arm unten gebeugt ein bisschen, dass du auf beiden Seiten gleich lang bist. Beug den Ellbogen, beug den Ellbogen, beug den Ellbogen. Ja, bring aber die Schulter am Rücken. So. Jetzt mach Schambein Richtung Stirn. Streck oben die Finger. Jetzt fang an, den unteren Arm zu strecken. Dann den Kopf Richtung Oberarm zu bringen oder Richtung Decke. Richtung Decke, ja. Und du machst eine Seitbeuge. Genau. Und dann gehst du wieder runter, beginnend beim unteren Rücken. Mittlerer Rücken, oberer Rücken, Kopf und dann beugst den Ellbogen, dann bist du nämlich auf gleich. Mach deine Unter. Warte, 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 Susi. Mach, beug den unteren Ellbogen und bleib aber da liegen. Und beug ihn eher ein bisschen zu dir her. So. Und mach deine Unterseite kurz. Das heißt, du musst. Ja, so. Und von da starten wir. Streck den unteren Arm, bring den Kopf zur Decke und das ist unsere Seitbeuge. Und dann gehst du wieder runter. Idealerweise fallen aber deine Beine nicht runter, ja? Die. Presst zueinander, vor allem drück die untere Ferse an die obere. Beug wieder unten den Ellbogen, dass du auf gleich kommst. Beide Seiten. Schau jetzt in den Spiegel oder in der, wo du dich siehst. Die Unterseite muss kurz sein, dann sind beide Seiten gleich lang. Jetzt! Und so kommst du auf und drückst die untere Ferse an die. Ja! Und geh tief. Das war anders, oder? Ja. Genau. Schambein Richtung Stirn, untere Ferse an obere. Und du machst eine Seitbeuge. Sehr richtig. Sideline Twist. Beuge die Knie, Hand auf den Chair und komm nach oben. Andere Seite. Es geht noch ein bisschen schwer, weil der Oberschenkelhals nur ein bisschen geschwollen ist. Ah, ach so, aber da hättest du ja auch was drunter legen können. Das habe ich jetzt nicht bedacht.
Nein, nein, das ist eh weich, Es das ist passt schon, aber aushaltbar. ich spüre trotzdem stärker, Ja, natürlich. okay. Rutsch noch ein bisschen Richtung Arm. Ja, genau. Beuge den rechten Ellbogen, dass du auf gleich kommst. Schau, dass der obere Arm zur Decke geht. Ja, ziel mit den Fingern nach oben. Ja. Und drück jetzt die rechte Ferse an die linke. Ah, warte, geh nochmal runter, Susi. Anfangen tust du, beug den unteren Ellbogen. So. Und du fangst an, Ellbogen zu strecken und Kopf Richtung Oberarm zu bringen. Das, ja, dass du zur Decke mit dem Kopf kommst. Ja, genau. Und gehst wieder runter. Es muss nicht zu hoch rauf sein, weil sonst sinken mir die Beine zu sehr. Ja? Die Last genau Ja. an dieser Ebene. Ja, weil ich will, ja, das ist anders. Das ist viel besser. Und dann verlängere dich weg von den Beinen. Zieh dich auseinander. Der Kopf beginnt diese Bewegung. Gut eingerichtet. Jetzt ist gut. Yes. Und letztes Mal. Das war super. Beuge die Knie, Hand auf den Chair, komm nach oben und bau dir um auf eine oben, eine unten. Jetzt probieren wir einen Tendon Stretch. Du stellst dich vor das Pedal mit dem Rücken, Hände auf dem Chair, ein Fuß drückt das Pedal runter, anderer steigt dazu, du bist auf den Fersen, du machst ein Stirn Richtung Knie und du versuchst nicht dich an den Chair zu lehnen, sondern das Becken hochzuheben mit Schambein Richtung Stirn. Das Pedal hilft dir. Schambein, ja, genau, und wieder runter. Passt. Muss nicht sehr hoch sein. Denk wieder, Kopf lass hängen, weil dann blockiert er nicht diese Beckengeschichte. Ja, das stimmt. Das stimmt. Super. Und jetzt setz dich hin. Gib die Hände nach hinten für den Table. Geh auf die Zehen, Ballen. Lass das Pedal halbert hochgehen. Halt, nur halb. Und jetzt lass das Pedal da und roll dein Becken hoch mit deinem Schambein Richtung Stirnbecken. Genau. Jetzt bring das Pedal tief mit Schambein Richtung Stirn, hoch mit Hintern rausstrecken. Genau. Tief, hoch. Schambein Richtung Stirn, Sitzbeinknochen raus. Genau. Ja, genau. Super. Dann setz den Popo wieder hin. Bring das Pedal runter, geh auf die Fersen. Wieder Tendon Stretch. Hände vorne. Lifte das Gesäß und denke, ich drücke ins Pedal und das hilft mir. Und du schaust, dass du nicht den Chair berührst. Genau. Ja. Dann lass den Kopf echt hängen. Das hilft dir. Ja, das ist aber richtig. Super. Ja, passt, Susi? Setz dich wieder hin. Hände nach hinten, mit Finger nach hinten. Geh auf die Ballen. Pedal geht halbert hoch. Schambein Richtung Stirn. Jetzt strecke ein Bein nach vor und pump das Pedal. Lift, lift, lift. Super, wechsel das Bein, das machst du super. Braves Kreuzbein. Ja, Wahnsinn. Und komm nach unten, setz dich hin. Das war sehr gut, das war sehr gut. Als Ausgleich, Hände neben die Hüften. Füße auf die Ballen mit Fersen zu. Outward Facing Frog. Ja, schau mal, ob das geht. Du hebst den Popo über deine Fersen und lass die Fersen oben. Ja, genau, lass die Fersen oben beim Popo, du hast lange Beine. So, genau. Jetzt beugst du die, also nicht lange Beine, lange Arme, du hast das eh richtig. Beuge die Ellbogen nach hinten, dadurch geht das Ganze ein bisschen runter. Ja, und dann komm wieder nach oben, roll die Schultern auf den Rücken. Genau. Und roll die Schultern. Sehr gut. Bleib oben, Susi, und pump das Pedal tief und hoch. Tief und hoch. Ja, drück, dass es nicht die Feder gewinnt, du. Genau, dann lass das Pedal oben und als Ganzer gehst du runter, beugst die Ellbogen und kommst hoch, rollst die Schultern auf den Rücken. Genau, letztes Mal. Beuge und komm hoch. Bleib oben und pump tief und hoch das Pedal. Tief und hoch. Und hoch. Und hoch.
und hoch und setz dich oben hin. Bravo! Ja. Du kriegst jetzt was Schönes zum Abschluss. Und zwar im Stehen vor dem Chair. Und du hast aber nur eine Feder in der Mitte. Das ist eine der wenigen Übungen, wo man mit dem Fuß drauf geht, aber nur eine Feder hat. Hast du eh einen Boden ohne Matte davor, vor dem Chair? Die Matte habe ich nicht mehr, ne? Nein, gut, das ist gut. Du stellst dich so davor, dass du die Arme auf die Seite streckst für die Balance, verlagere das Gewicht auf ein Bein. Beuge das Knie und bring den Fuß aufs Pedal. Und du musst relativ weit weggehen, weil das soll dann ein langes Bein werden. Erst richtig ein und dann genau. So, jetzt denke dir unter deinen beiden Armen oder Händen zwei Magic Circles. Auf die drückst drauf und liftest den Unterbauch. Jetzt drücke das Pedal tief, es ist wirklich leicht, also gut aufpassen, und hebe es hoch und schau, dass der Sitzbeinknochen trotzdem nach hinten zeigt. Presst tief und heb hoch. Sehr schön. Schau mal, ob du das ganz runter kriegst. Ganz runter das Pedal. Bis zum Boden. Ja, und kontrolliere es rauf. Genau. Presse es tief, lass es unten und mach einen Spine Stretch. Die Arme können so bleiben. Kopf, Arme können bleiben. Hals, drücke auf die Magic Circles. Ja, und dann roll wieder hoch. Schambein Richtung Stirn, drück auf die Magic Circles. Oberbauch, Oberbauch. Und dann hebe das Pedal. Ja, presst tief. Und jetzt mach up and over. Heb dich raus aus dem Unterbauch und Kopf. Ja, taucht vor. Hals taucht vor. Drück auf die Magic Circles. Oberrücken, mittlerer Rücken, unterer Rücken. Dann roll hoch, aber drück in das Pedalbein, Schambein Richtung Stirn, richtig. Super. Drück ins Pedal, um es zu heben. Steh fest am linken Bein, beuge das Knie zu dir und bring den Fuß runter. Ja, und stell Fuß neben Fuß. Wenn dir das zu arg ist mit Arme auf der Seite, könnten auch die Hände ans Hinterhaupt. Na Oder? geht's. Oder sie können auch in die Hüfte. Ja, Ja. was da lieber ist. Ich probiere mal, was das Bein schon kann, okay? Genau. Du tust nur ein bisschen tief und wieder hoch. Wir müssen da keinen Spine Stretch machen. Schaut gut aus. Es ist nämlich gar nicht das Bein, weil das Wichtige ist ja dein Standbein. Wenn das das aushaltet, Ja. dann kannst du nämlich ganz runter. Und dann tauche Kopf, Hals, Oberrücken, mittlere. Super! Ja! Sehr schön. Drück in die Magic Circles und roll nach oben. Fuß im Boden, Fuß im Pedal. Und wenn das Pedal raufkommt, schau, dass der Oberschenkelknochen in der Hüftpfanne nach hinten gleitet. Yes! Press vom Bauch. Tief lifte die Wirbelsäule. Und du denkst jetzt up and over. Du tauchst nach vor. Kopf, Hals, Oberrücken, mittlerer Rücken, unterer Rücken. Ja, find den Unterbauch und den Oberbauch. Drück die Füße, drück die Magic Circles und roll von unten nach oben auf, indem du denkst, Sitzbeinknochen zum Boden. Bravo! Wenn du das Pedal jetzt hochbringst, denke, Oberschenkelknochen gleitet in der Hüftpfanne nach hinten, nach hinten, nach hinten. Beuge das Knie zu dir. Bring Fuß neben Fuß ganz eng zueinander. Arme rauf zur Decke. Einatmen. Ausatmen auf der Seite runter. Einatmen über vorne hoch. Ausatmen über Seite runter. Schieß die Wirbelsäule nach oben. Letztes Mal. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Und du hast es geschafft. Bravo, bravo! Dankeschön.